So, Hallöchen, jetzt bin ich nochmal dran. Ich weiß nicht, wie oft das Video schon gemacht habe, ist egal. Geht wegen der Soundkarte. Ich habe ja gesagt, die ist kaputt. Ich habe jetzt extra nochmal das kaputte IC drauf gelötet. Das heile IC kann ich mir morgen abholen. Warum sie es nicht im Briefkasten gesteckt haben, weiß ich nicht. Angeblich ist das ein normaler Brief, nur ein bisschen dicker. Warum ich das jetzt erst morgen abholen muss, weil sie es nicht eingesteckt haben, weiß ich auch nicht. So. Also, ich habe gesagt, meine Soundkarte, die Kreativ, da ist nichts. Die rauscht nicht gar nichts. Das wolltest du ja, Dennis, nicht glauben. Du sagst ja, die sind ja bekannt für Rauschen, hast nicht gesehen. Deine rauscht und. Meine rauscht nicht. Zumindest nicht im Line-In und im Mikrofon hat sie auch nie gerauscht. Jetzt habe ich das Line-In ausgewählt. Line-In ist hier auch ausgewählt. Der Level ist auf volle Kanne. Und jetzt nehme ich Audacity. Ausgewählt Line-In, kreativ, bla bla bla. Mache ich die Überwachung? Nichts. Das schlägt gar nichts aus. Ich könnte jetzt noch irgendwas anschließen, um zu gucken oder zu zeigen, ja, da ist wirklich was dran. Dass das auch wirklich ausgewählt ist, aber es ist der Line-In von kreativ. Entschuldigung. Jetzt nehme ich mal auf. Und da ist gar nichts, überhaupt nichts. Kein Ausschlag, nichts. Ich kann jetzt noch mal reinzoomen. Und zoom. Und da fängt es dann an, irgendwas anzuzeigen. Da kann ich noch weiter reinzoomen. Da ist nichts. So, dann mache ich mal wieder zurück. Das waren jetzt hier so 7 Sekunden. Oder so. Und ich kann das jetzt abspielen. Jetzt mache ich mein Mikrofon stumm. Sonst habt ihr das Rauschen vom Mikrofon drauf. Und alle anderen Nebengeräusche. Deswegen mache ich das Video jetzt nochmal. Das habe ich nämlich vergessen. So, ich mache es jetzt stumm und dann spiele ich das ab. So, ich glaube, man hat nichts gehört. Dass da wirklich was drauf ist, habt ihr ja eben gesehen und ich kann es euch nochmal richtig zeigen. Effekt. Normalisieren. Da ist ein Rauschen drauf. Jetzt brauche ich auch das Mikro nicht ausmachen, weil das wird jetzt sehr laut. Das werdet ihr jetzt auch richtig hören. Also Achtung, wer jetzt Kopfhörer auf hat, macht bitte leiser. So, ich glaube, man hat es hören können. Es ist ein Rauschen drauf, aber erst wenn ich das extrem verstärke, im Normalen ist es nicht drauf. Da ist nichts, normal nichts drauf. So, jetzt mache ich Audacity wieder zu, sonst klappt das hier nicht. Das habe ich schon gehabt. Jetzt gehe ich hier in diesen Dings, mache ich da nochmal die Seite auf und wähle Mikrofon aus. Jetzt hat er hier schon Mikrofon. Level auf volle Kanne. Aber jetzt mache ich eine Sache. Ich mache mal Listen to Device. Und dann werdet ihr das schon das hören. Dieses Pfeifen. Ich hoffe, man kann es hören. Es lässt sich auch verändern mit dem Level. Ich mache es mal an. Ich hoffe, man hört es. Man sieht es schon. Ich mache mal mein Mikrofon tot und dann werde ich mal hier den Level hin und her drehen. So, wenn man es jetzt nicht gehört hat, dann hat man zumindest hier gesehen, dass hier ein Ausschlag war und wieder zurückgegangen ist. Es ist Mikrofon, wenn man es gehört hat, weiß man ja schon, aha, ist ein Pfeifen drauf. So, das werde ich jetzt nochmal visuell zeigen. Ist schon ausgewählt, Mikrofon, Überwachung starten, das sind schon etwa minus 36 dB. Ich kann es jetzt aufnehmen. So, man sieht schon, da ist eindeutig was drauf. Der Strich ist schon dicker. Ich mach da mal so.
Da ist auf alle Fälle was drauf und ich weiß auch schon ungefähr, wo das hingeht, in etwa. Ich kann es nochmal abspielen. Ich mache nochmal mein Mikrofon tot. So, und jetzt werde ich das auch nochmal verstärken. Also normalisieren. Das sieht man so schon. Ich mache jetzt nochmal. Ne, brauche ich gar nicht. Das werdet ihr jetzt so schon hören. Also, wie gesagt, wer Kopfhörer hat, jetzt Achtung, das wird wirklich laut. So, da ist ein Pfeifen drauf. Und dieses Pfeifen ist nicht normal. Das habe ich nie gehabt. Und wenn ich jetzt noch ein Spektrum zeichne und dann noch rein, oder besser gesagt, ja, nicht reinzoome, aber so ein bisschen größer mache, sieht man schon, hier ist eine Spitze nach oben bis auf minus 16 Dezibel. Ah, ne, minus 9. Sogar minus 9, dann noch höher. Oh hey. Aber hier ist eine um die 6 Kilohertz, eine um die 12 Kilohertz und eine um die 18 Kilohertz. Eine Spitze drauf. Das ist nicht normal. Das hatte ich nie gehabt. Und dieses Pfeifen ist auch nicht normal. Also es kommt von diesem, ich schätze mal von dem IC, es könnte noch was anderes sein. Das gucke ich mir dann aber an, wenn ich dann morgen, soweit das IC getauscht habe, gegen das andere, was hoffentlich heil ist und funktioniert. Und dann werde ich das nochmal zeigen in dieser Art und Weise hier. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Und Dennis, wie gesagt, im Line-In habe ich hier nichts, gar nichts. Deswegen habe ich die Soundkarte gehabt, weil sie nichts hatte. Nicht, auch nicht mal beim Mikrofon, wo sie noch in Ordnung war, war da nichts. Kein Rauschen, kein Pfeifen, keine Nebengeräusche, nichts. Wenn da wirklich was gewesen ist, dann kam es von den Kabeln oder von dem Mikro oder wie auch immer. Ihr hört jetzt hier auch mich über das Headset, das ist ein Sennheiser-Headset, über das Frontpanel von der Onboard-Soundkarte. Da ist ein leichtes Rauschen drinne. Das geht noch, komischerweise. Aber alles andere geht da dran gar nicht. Wenn ich das jetzt hinten reinstecken würde, würde es rauschen wie Sau. Also, wie gesagt, deswegen hatte ich die Soundblaster, weil sie nichts hatte und da ging jedes Mikrofon dran, ne, bis auf ganz billige Teile oder schlecht gemachte Teile, die gingen da dran ja eben nicht. So. Das wollte ich euch nochmal zeigen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich die Soundkarte hoffentlich repariert gekriegt habe. Ansonsten habe ich sie noch für Line-In und eben die Digitalanschlüsse hinten dran und für Mikrofon muss ich mir da mal was einfallen lassen. Front, ja, wie gesagt, der Elektronik hat da Mikrofonverstärker, werde ich dann eventuell auch aufbauen. Gucke ich mir mal an, was ich da finde, ob ich da rauscharme, ich habe ja einen ganzen Haufen BC547 und 548 und was auch immer, Transistoren, ob ich da die rauschärmsten rausfinde, um das Signal zu verstärken vom Mikrofon und dann hier rein. Dann ist es zumindest minimal am Rauschen mit dem anderen. Muss ich dann mal schauen. Gut, dann bis morgen zum Video. Tschüssi.